Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Warum ist hier... Ja, ich gerade das gesehen. Was so? No. Willkommen zu Zenless Zone Zero. Ich wollte jetzt irgendwie so klingen wie... Keine Ahnung, wie Count Chocula oder so. Ja, ja, wir sind hier in Zenless Zone Zero, mitten in der Story. Cäsar wartet hier. Wir wollen wieder, wir haben so ein kleines Date mit dir gehabt letztens. Das ist wortwörtlich das, was wir gemacht haben. Ne? Ja, und ja, ja, wenn ich meine, das letzte Mal habe ich aufgenommen, aber vor 2 Tagen, glaube ich. Oder gestern? Ne, vor 2 Tagen, glaube ich. Hat sich nicht viel geändert. Ne? Ich habe meine Charaktere hochgelevelt, ne? Habe ein bisschen hier gegrindet, die Fähigkeiten von den meisten Charakteren hochgelevelt. Und jetzt machen wir weiter. Ne? Ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt vom Ende des Kapitels, wenn ich den Prozentzahlen von der PlayStation irgendwie glauben soll. Wir sind, glaube ich, bei 77%. In der Zwischenzeit irgendwo im alten Ölquellengebiet. Also, ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende des Kapitels bald. そこに置いておけ。親分、あの新規ルートを開くのには結構骨を折ってた気がするんですけど。いいんですか？連中に上げちゃって。あ、確かにね。モルスの野郎が小賢しい真似をしなければ不要な手間ではあったかもしれんな。ところで、やつはこの剣をあいつ自身の独断専行だと言っていたが。え、もうめさそうぶとおりし。 Lustig, aus den Typen hintergehen. Weil wir wissen ja, wir müssen irgendwann gegen den Typen da kämpfen, aber er sieht noch relativ okay aus. Ich weiß genau, was passieren wird, ne? Los, jetzt wird ihn irgendwie hintergehen, in ein Monster verwandeln. Hey, links ist weiß. Und deswegen müssen wir gegen den kämpfen, ne? So wird er wahrscheinlich ablaufen. Na, mal schauen. Weil er sieht noch irgendwie viel zu freundlich aus, der Typ. Oh, der arbeitet mit der einen zusammen bestimmt, ne? Ja, guck mal, wie blöd, dass sich hier gerade gibt. Das ist genau, was hier gleich passiert. Lass deine Schlauheit nicht ins Auge gehen. Hat er einen Satz? Oh Mann. この書類の束には終わりというものがない。近頃はいつにも増して疲れやすいが、俺も年には逆らえないということか。またまた。近頃は通路の。Ja, das ist bestimmt Gift. Pass auf. In sein Name ist Lucius. Das klingt wie Lucifer. Er wird den sowas von hintergehen. Das sieht ja schon so komisch aus, die Flüssigkeit. Sieh den Vater jetzt schon kommen, ey. Warum ist es am... Oh mein Gott. Es ist genau... Es tut wortwörtlich genau das passieren, was ich wortwörtlich hörte, ich gerade vorausgesagt habe. Seht ihr, genau deswegen sind Spoiler kacke. Ich habe direkt gesehen, oh, wir müssen gegen Pompey irgendwann kämpfen. Ne? Oh, uns wurde Pompey vorgestellt. Ne? Wenn der uns unter einem anderen Namen vorgestellt worden wäre, ne? Dieses Monster, dann hätte ich vielleicht nicht... 1 und 1 zusammengezählt, aber da ich den Namen wusste von diesem Boss, habe ich 1 und 1 zusammengezählt und ich weiß, oh, irgendwann kämpfen wir gegen den Boss. Und warum kämpfen wir gegen den Boss? Ja, warum
Warum nicht, ne? Keine Ahnung, der sieht noch voll freundlich aus, ne? Warum müssen wir gegen den kämpfen? Ah, wegen dem einen Typen, alles klar. Boah, ich hasse es. Die Vorbereitungen für die Tour der Inferno sind abgeschlossen. Es sieht aus, als wäre Cäsar in guter Verfassung. Aber wir machen das wirklich jetzt schon. Mein Mikrofon ist voll komisch ausgelegt. Das Rennen startet in ein paar Tagen. Wenn wir noch etwas vorbereiten müssen, sollten wir... Nein. Ja. Alles klar, dann entspannen wir uns in den nächsten Tagen und warten auf den Start der Tour der Inferno. Endlich ist der Tag der Tour der Inferno da. Weiß Cäsar und die anderen sind schon auf dem Weg zum Startpunkt der Tour der Inferno. Verbinde dich schnell mit den HDC, damit Eos auch losgehen kann. Okay. Wir gehen einfach schnurstracks da rein. Alles klar, ich dachte, wir kommen jetzt hier irgendwie noch so einen Moment, so irgendwie, wo, keine Ahnung. Weil die letzte, beim letzten Mal haben wir ja mehr oder weniger so eine kleine Szene gehabt, so wo Cäsar irgendwie so sich denkt, so oh, wo sie so einen kleinen Moment hatte, so oh, was muss ich tun, ne, um alle Leute hier irgendwie beschützen zu können und so, ne, so probieren. 52 so. Und Piper hat sich, glaube ich, nichts geändert. So, natürlich. Ja, clever, dann geben die einen noch einen Charakterslot hier frei, den man andere Charaktere benutzen kann, ne? Finde ich cool. Aber war vorher nicht so, ne? So. Piper ist, glaube ich, an ihr habe ich nichts geändert in den letzten Tagen. So skillmäßig oder irgendwie sowas. Aber okay. Die ist auch schon Level 60, ne? Schafft sie locker. Okay, ich nehme an, dann gehen wir ja direkt rein, ne? Im alten Ölquellengebiet, dem Startpunkt der Tour der Inferno. Boah, Entschuldigung, ich gerade aufgestiegen. Stoßen. Wer bist du? Sie ist sowas von spielbar Charakter irgendwann. Okay. Wenn ich gedacht hat, irgendwie so zeremoniell irgendwie gewesen wäre. Aber okay. Ich habe mir irgendwie mehr so ein Straßenrennen irgendwie vorgestellt. Alles klar. Oh Mann. Müssen sowas morgen gegen mich kämpfen. Tut mir so leid. Ausgezeichnet. Können wir jetzt spielen? Oh, cool. Alles klar, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Halte die Dingstaste gedrückt, um Treibstoff zu bauen und zu beschleunigen. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt hier gleich irgendwie in diesen Fernsehmodus oder irgendwie sowas.
Sie haben durch die Gegenstände auf der Straße. Während der Beschleunigung kannst du sicherlich alles klar, drücke die Ausweichen. Durch Ausweichen kannst du Hindernisse auf der Straße ausweichen und sicher durch die Straßen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, aber echt hier irgendwie fahren müssen. Sehr geil. Oh, Gott. Sehr cool. Boah. Alles cool. Ha. Also, nee, Beschleunigung ist das genau. Was? Ach, das muss ich machen, alles klar, ausweichen. Ich dachte... Ach, verdammt. Ich dachte, jetzt hieß, ich kann damit Hindernisse ausweichen oder so. Aua! Ich will gegen alles gegenfahren, ey. Aua. Irgendwie habe ich aber keine AP, oder? Also meine Musik dreht auf. Oh, das ist bestimmt irgendwie was mit dem Event zu tun, ne? Da gibt es irgendwie so ein Event irgendwie, ja, mit Caesar. Bestimmt irgendwas hier mit zu tun, ne? Aber bitte sag mir, davon gibt es irgendwann auch irgendwann mehrere Strecken oder so. Oh, geile Musik auch noch. Das ist geil. Passiert aber irgendwie nicht viel gerade, ne? Ist ein bisschen chillig hier gerade. Ah. Ah. Kann ich irgendwie so bleiben? Nee, ne? Ah. Und ja, überhaupt jetzt jemand irgendwie schneller zu fahren? Irgendwie nicht, ne? Aber irgendwie habe ich auch gar keine AP, ne? So, weil ich in der Story gerade bin oder irgendwie so, oder weil noch ein Tutorial ist oder so? Weil ich... Ja, da muss ich düsen. Okay, boah, Leute. So, da bin ich. Ich natürlich gerade ein Level von Crash Bandicoot oder so spielen. Sieht aus wie so ein typisches Level aus Crash Bandicoot. Diese Canyon und so, ich sehe irgendwie aus wie die Heimat von Dingo Dial oder so. Okay, das war cool. War ein bisschen easy, aber es ist irgendwie nicht viel passiert, so habe ich das Gefühl. Wenige Augenblicke später. Proxy! Oi, Proxy! Akira! Daijoubuka! Sukusho! Ima no shougeki de bompu ga kowaretan ja nee daro na. Mir geht's gut, wie ist es mit den anderen? Minna wa wakaran. Lucy to Raito ga miyatara ne. ここにいるのは俺様とお前だけだ。でけえ岩が落ちてきて地面をぶち割りやがった。気がついた時にはもうここにいたぜ。マスター、激しい振動による空間の断脈であなた様は予定ルートから外れました。現在位置を再計算中です。また落石の発生直前、道路の両脇から 激しいエネルギーの放出が検知され、激しいエネルギーの放出って爆発？おお、だ、ティバチ、ブシュン、ファワネ、ね。古くなった石油採掘施設が5万とあった。爆発の原因はそこかもな。早く死ぬ。だよ、これ。 体中キラキラした粉まみれじゃねえか。落っこちてきた時についたのか。グレッツァーシュタウブ。本当だ。イアスも粉まみれじゃないか。それはエーテルの粉だ。それも高純度のエーテル爆薬なんかが爆発した時の副産物。どういうこと、お兄ちゃん。郊外に高度なエーテル技術はないし。というか、都市の方だってそんな危ないもの売ってないよ。どうしてここに。
Wir wurden überfallen. Das ist eine Verzögerung, oder? Ist das nicht eine 10-minütige Verzögerung oder so? Wie das denn? Haben die so eine Szene abgeschickt wie in Dragon Ball Z? Wo alle so Mr. Satan-Kostüme und so anhatten, als sie Zeltspiel hier irgendwie nachgespielt haben? Haha, ich bin Caesar, Ave und so. Wir sollten endlich mal irgendwo uns bewegen und nicht die ganze Zeit nur hier rumstehen und reden. Einige Minuten später schaffen du und Caesar es, an die Oberfläche zurückzukehren. Okay. So. Piper ist noch bei mir, alles klar. Oh, ja. Na, sag ich los, ich komm. Aha. Ja. Oh. Mein Gott. Halt auf einmal weg. Ja, ist die Musik gerade emotional. Ach ja, damit. Kommt immer so ein Sound aus meinem Controller, wenn ich eine Truhe öffne, ja. Ja. Hey, was geht? Na, ihr Hübschen. Ich
Alles klar. Und Lucy ist jetzt dabei, alles klar. So, ich halt mal, ich habe meinen Controller hier dran. Haben wir gehört? Ja, ne? Ja, wenn ich eine Truhe öffne. Okay. Hey, was geht, na? So. Die Schweine spawnen erst, wenn ich den Angriff einsetze, ne? Ja, was soll sagen? Oh ja. Oh, Hallöchen. Also was hier? Okay, Bob. Ah. Mal, mal, wenn ich bereit bin, ne? Wenn ich bereit bin, krieg ich den Kumpel nicht hin. Das ist so ungewohnt, mitten in der Combo irgendwie so ein Konter hier ready zu haben, ne? Normalerweise drückt man immer L1 und R1, um die Charakter zu switchen. Wer ist da hinten? Irgendjemand steht da. Keine Ahnung, ich guck mich hier noch um. Aber die Musik ist schon so emotional, das baut irgendwie schon sehr drauf auf. Das ist das Speer, nennen sich Caesar und den und die anderen leise der Gestalt. Diesem Moment ertönt eine Meldung vom Mors Sprechfunkgerät. カリドンの子はいたか。奴らは今どこまで来ている。おい、言いつけ通り、奴らが走るルートを監視していますが、一向に姿が見えません。何？妙だな。あの若造どもはこの程度じゃないはずだが、なぜ本番に限って。おいおい、モールス。 エーテリアスを真っ二つにした親分の勇姿、まさか見てなかったとか言うんじゃないだろうな。余計な心配もいいとこだ。ルシウス、ご機嫌取りも大概にしろ。貴様は俺について長いが、相変わらず強気を避け、弱気を見くびる悪癖は治っていないようだ。貴様は走り屋であり、トライアンフのナンバー2だ。その様で 後に続くものがいると思うか。ああ、ごもっともです親分。私は愛も変わらず古きな子分で、親分の下にいなかったらきっと火の湖をこの目で見ることすら。出てる分岐はね、irgendwann mal der Hauptbösewicht oder irgendwie sowas。もうより貴様は今回あれほど固く、なんか irgendwie so Vibes irgendwie von。多少は進歩したと言えるだろう。 モルス、引き続きカリドーンの子を見張っていろ。我々は直火の湖に着く。まずいですね。こちらの想像以上にトライアンフの先行を許していましたよ。けどよ、今の感じだと本編のおっさん爆発に関してはマジで何も知らねえように聞こえたぜ。wie wir immer von weitem alles abhören können, ne? Wir stehen immer ein paar Meter entfernt von allen Leuten. Wir hören einfach alles ganz genau. Ich
Außer er war derjenige, der die Explosion ausgelöst hat. Was? Geht er direkt los? Geht er direkt auf uns los? Na, langsam wird er mit dem Timing. Naja. Oh. Was? Was hat denn für ein Sound? Ich glaube, es sollte ja diese Katze sein. Komm mal her, Leute. Nein, daneben. Jawohl. Wow. Okay, beim Cinderglowsee, der Ziellinie der Tour der Inferno. Okay. Voll abgeschnitten gerade der Dialog. Ich die Gegner zu schnell erledigt hatte. Okay, muss das so sein? Ätheraggressionskatalysator, mein Gott. Was für ein Wort. Nein, er ist eine Verräterperson. Ich
In der Zwischenzeit. Warum gibt es da keine Kameras? Wäre das nicht der wichtigste Ort, wo man Kameras eben anbringen würde? Okay, los. Wir sind noch genau hier. Wir sind sogar noch in der Animation. Ne? Was zum... Okay, was hier? Wow. Was ist eigentlich dieser Gegner auf dem Motorrad, den ich mal aus Versehen begegnet bin, den ich sofort rausgegangen bin in dem Event? Den habe ich irgendwie auch noch nicht gesehen. Oder ist das der Pompei gewesen? Ich glaube nämlich nicht. Boom. Und wir drehen uns wieder und drehen uns und drehen uns. Die Leute kommen hier rein. Jawohl. Ich bin ja mal irgendwann in einem Event aus Versehen über so einen Motorradgegner gestolpert. Bin dann sofort wieder rausgegangen, weil ich mich nicht spoilern wollte. Irgendwie habe ich noch keinen Gegner gesehen, der irgendwie so drauf war. Und ich glaube nicht, dass das der Pompey war. Toll, mein alter Kumpel kann immer noch starten. Lucy, Leiter, wie sieht es mit euren Motorrädern aus? Der Radkranz ist etwas deformiert, aber er geht noch. Denke mir gibt es auch keine großen Probleme. Alles klar, machen wir uns auf. Bin mal gespannt. Wenige Augenblicke später. Okay, vielleicht ist er doch der Boss, den ich gesehen hatte. Weil da ist ein Motorrad gewesen. Ist gerade ihr Helm beinahe weggeflogen von Lucy. Okay. Okay. Hört sich ziemlich cool aus. Boah. An was erinnert mich das? An Sam, genau, an Sam aus Honkai Star Rail. Das Muster von dem Helm und so sah so aus. Na, komm her. Ich dachte, Motorrad anvisiert habe und nicht ihn, ne? Ja, danke, Perry. Wir wissen war. Müssen dann immer noch Angriff bekommen.
Ja, dann mache ich das so mit den Kontern raus, ne? Was haben daneben? Okay, das ist ja noch chillig. Aber er hat bestimmt eine zweite Phase, ne? Aber ja, bestimmt. Oh. Ah, falscher Knopf. Boah, die Musik. Aber den Hintergrund von dieser Level habe ich auch schon mal gesehen. Ich wusste, er hat irgendwie mit dem Kapitel was zu tun hat. Boah. Es kämpft er ohne seinen Motorrad. Ne, er hat sein Motorrad hat eine Waffe verwandelt. Für mich, als würde ich gerade gegen die Rüstung von Lauhard kämpfen. In Kingdom Hearts. Wo er erst auf dem Thron saß und dann irgendwann aufgestanden ist. Erst muss man gegen die Wand irgendwie kämpfen. Die zwischen dem war. Und dann ist er aufgestanden. Aber jetzt ist der Kampf chillig. Da wollte ich kontern. So, warte. Aua. Na, ich weiß auch nicht, ob die Kämpfe ein bisschen vereinfacht werden in meiner Story. Hat seine Waffe irgendwie mit mir gezogen. Wow. Jetzt noch Norm Run. Jawohl. Aber warte. Ich muss da raus, genau. Oh. Ah. Nein. Schließlich hat er meine Kontakt hier vermasselt. Nein, komm her. Na, war ich hier. Okay, dann haben wir aber. Nein. Ich bin ganz zu spät mit meinem Konter, Mann. Oh, komm her. Eine Screamer-Stimme im Hintergrund. So, da war's. Oh, perfekt. Ah, ja. Nein. Auf. Ah, ja. Lucy, du hast einen Baseballschläger. Kannst du nicht einfach da rein? Home Run? Ja.
Ja, ich bin nicht Lucy beiden sehen. Na, oh, nice. Weil schon, du hättest auch das Ding einfach da reinwerfen können, aber ich sage ja nichts. So ist es doch viel epischer, ne? Alles klar. So, ja, wer hat hier gedacht, dass sie stirbt? Ich nicht. Ganz ehrlich. Aber man muss es ja ein bisschen dramatisch halten, ne? Ah. Drei Tage später. Ne? Folge meinen, die haben mir gezeigt, wie Lucy am Bein ist. Ich wollte nicht Lucy weinen sehen. Das war, da fand ich ehrlich gesagt trauriger als Caesar, als da reingesprungen ist. Aber okay, mich fragt da ja keiner. So kann man sich vor Verantwortung ausdrücken. Wo wir von Lucius sprechen. Ja, der ist immer noch am Baum laufen, ne? So wie ich das gedacht, so wie ich mir hat gedacht, der arbeitet bestimmt mit dieser einen Frau zusammen, ne? Komplizen. Ich dachte, er wusste davon nichts. Ich dachte, Morse wäre irgendwie nur so hier, irgendwie keine Ahnung, so. So überhaupt nicht involviert mit der ganzen Sache. Sagt diejenige, die mit dem Ding da reingesprungen ist. Ja. Du weißt schon, du hättest das Ding einfach da reinwerfen können, ne? Wenn einfach Lucy's Baseballschläger nehmen können, ne? Ich kann aber bestimmt damit zielen, oder? Ja, das war ein bisschen zu. Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, ja. Mir fällt jetzt das englische Wort auch nicht ein.
Damit C fängt er an. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt hier einen Blackout habe darüber. Convenient, ja. Convenient. Fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht ein. Also kurz googeln. Wie ist der Motorrad überhaupt wieder da gewesen? Ist er nicht vom Motorrad runtergesprungen? Ohne Motorrad. あいつはずっと仮どんの子を俺様から引き継ぎたがってたろ。はっきりさせとかねえとって、あん時急に思ったんだよ。これでさぞ安心だろうと思いきや、あの暴力女。あなたのお下がりだって死んでもごめんですわ。だもんな。俺様の顔面を思いっきり引っ叩きやがって。 klingt heftig. オレらからの花向けを受け取ってくれよ。オッケー。あ、だてん。うん。これってサンフリントだよね。なあ、カリドーンのこのみんなで作ったんだ。まあ、みんな釣っても俺様は手伝いに間に合わなくて、真ん中の模様を描いただけなんだけどよ。ich weiß ja nicht, Kann ich mir an meine Wand hängen zu Hause? Habe schon lange nicht mehr drauf geguckt. Cool. Proxy, du gehst bald zurück und alle hier werden dich echt vermissen. Wenn du Zeit hast, sollst du dich auch von den anderen verabschieden. Big Daddy hat von den Ereignissen bei der Tour der Inferno erfahren und ist von ein paar Tagen hergekommen, mit mir in der Situation zu helfen. Er würde sich freuen, dich auch mal zu treffen. Apropos Poxy, es gibt noch etwas, was du gerne wissen möchtest. Nein. Poxy, du musst unbedingt regelmäßig mit uns in Kontakt bleiben. Wenn du weg bist, werden wir dich alle vermissen. Eine Sorge, ich kann eure Freundschaft hier erhöhen, wenn ich hier fertig bin, nehme ich an, ne? Hast du vom Piper haben wir irgendwie fast gar nichts gesehen, habe ich so ein Gefühl. Poxy, gehst du jetzt zurück in die Stadt? Du hast in den letzten Tagen wirklich hart gearbeitet. Aber das war auch gar nichts. Ist wirklich voller Energie, wie man es von einem jungen Menschen erwartet. Ich freue mich auf die nächste Zusammenarbeit. Warum habe ich es in den letzten Tagen nicht gesehen? Ich bin wirklich gerührt, dass du immer an meine Wenigkeit denkst. Tatsächlich war ich in den letzten Tagen mit den Autos unterwegs, um Nachrichten zu übermitteln. Die Tour der Inferno hatte einen Zwischenfall und Pompey ist gestorben. Wenn wir den Leuten die Wahrheit nicht erklären, könnten einige mit bösen Absichten das ausnutzen. Jedoch ist Lucy nicht so rücksichtsvoll wie du. Sie verlangt von mir, dass ich innerhalb einer Woche alle Siedlungen und Städte abklappere. Das war echt ermüdend. Bist bestimmt voll erschöpft. Ach, keine Sorge, das ist nur mein normales Tempo. Ich bin ja kein kleines Kind mehr.
Ja, ich wollte auch schnell zurückkommen, mich persönlich von euch zu verabschieden. Danke. Wir sind doch Freunde und für Biker Gangs ist es eine große Sache, Freunde zu verabschieden. Das war auf Wiedersehen. Aber wir haben ja bald ein paar Cutscenes, ne? Muss ja schon gehen, Proxy. Gute Reise. Grüß Billy von mir, falls du die Chance dazu bekommst. Ja, ne, der ist einfach verschwunden nach dem ersten Level oder so, ne? Und sag ihm, dass ich jederzeit bereit bin, es mit ihm aufzunehmen. Okay, dann gehen wir. So, los. Proxy, du gehst zurück. Wir konnten die Tour der Inferno dank deiner Hilfe gewinnen. Wie viel Lohn muss ich dir zahlen, damit du den Söhnen von Kaldon beitrittst? Ha, nur ein Scherz. Gute Reise. Okay. Danke, Lucy. Danke, bis zum nächsten Mal. Treffe ich mit Bernd. Müssen wir uns nicht mit dem einen Typen hier noch unterhalten? Ach, wer kommt von hier? Ich dachte, wir sollen uns hier mit dem Big Daddy hier unterhalten. Da. So. Schönen guten Tag. Junger Freund, du musst dich so förmlich sein. Ich bin nur ein alter, pensionierter Biker und es ist wirklich ein Glück, dass die Kinder noch gerne mit dir abhängen. Vor der Tour der Inferno hatte ich mich mit den heutigen Ergebnissen gerechnet. Okay, der Typ ist alt, das heißt, der wird nicht ein spielbarer Charakter. ich dachte eigentlich, dass Caesar noch eine Weile brauchen würde, um einige wichtige Dinge zu verstehen. Aber Kinder werden eben erwachsen, bevor man es überhaupt merkt, was. Junger Freund, wenn du noch Lust hast, mit mir zu plaudern, wäre ich sehr froh darüber. Könnte ich mich entschuldigen? Natürlich, du musst mit deinem eigenen Leben kümmern, junger Freund. Ja, das ist halt die Sache immer beim MiHoYo-Spielen, ne? Wenn ein Charakter irgendwie alt ist und grau, dann wird der niemals spielbar sein. Nee. Außer der Charakter ist irgendwie tausende von Jahren alt, aber ist immer noch, hat immer noch den Körper von einem 20-Jährigen oder so. Weißt, bist du bereit zu gehen? Ja, nach Hause. Caesar hat gesagt, dass du sie bis zum Rand von Norido begleiten werden. Wir können so beruhigt herausfahren. Das Autofenster erscheint in einem endlosen Räumen. Langsam in die Namensform von Norido. Alles klar. Okay, es war nett von Ihnen, den ganzen Weg uns hierhin zu begleiten. Ja, irgendwie hat Gefühl, wir haben irgendwie nicht so viel Einfluss irgendwie auf was hier alles passiert. Die ganzen Charaktere machen dann da coole Zeug, ne? Aber wir machen, ich meine, wir geben ja Informationen und helfen denen, aber ich habe so das Gefühl, die Charaktere sind irgendwie ja, die haben irgendwie mehr einen Einfluss auf alles, was hier passiert, ne? Du scheinst nachdenklich. Aber okay. Ein leisen Drehen des Lenkrads biegt der Geschäftswagen von Random Play in eine Straße ein, die weg von der Hauptstraße führt. Okay, lass mich mal hier kurz. Das Auto fährt entlang eines Stadtrands weiter durch immer stillere Gegenden. Es gibt immer weniger Straßenverkehr, der Routenmöglichkeiten ausweisen, bis letztendlich nur ein Zielort bleibt. Zu den Ruinen des alten Hauptstadts am Rand des gehenden Abgrunds. Story. Lore. Fairy,
Von da sind die, ne? Ah, da ist Höhle 0, genau. Da gehen wir bestimmt auch mal irgendwo hin, ne? Gibt es nicht das... Das ist schon wieder... エリートの建設を可能にしたとも言えるね。本来ならこの先はスロノスクに程近い。エリート市街地の北側に通じる道だ。車で10分も走らないところに大きな像が立っていた。ホワイトスター学会のね。それの手前で左に曲がると中洲のミネルバク7番通り。左側にアンティークショップがたくさん並んでて。 お兄ちゃんがちっちゃい頃よく偽物捕まされてたっけ。その向かいにはリンゴ用たちのお菓子屋が軒を連ねていた。僕は偽物を捕まされる前におねだりに負けて食べきれないほどのお菓子を買い込むはめになった。食べきれないなんてことなかったでしょ。テーブルに置いとけば1分もしないうちにみんなが取ってっちゃうんだから。お兄ちゃん忘れたの。忘れるもんか。 Da ist unser Haus, nehme ich an. そこに私たちの先生がいた。いつもプレートの右側に立って、イアスと一緒に私たちを待ってた。ヘイリオス研究所。あの場所こそ。 Wind trägt die unausgesprochenen Worte davon. Bell hebt die Ohren hoch und nähert sich dem Schutzraum. Schutzzaun. Das Bambo streckt seinen kleinen Ärmchen aus und bindet den roten Schal in das Metallnetz. Das farbenfrohe Tuch tanzt im Wind. Lass mich noch mal sehen. Erlaubt mir meinen Baller für diese außergewöhnlich verstorbene Person auszusprechen. Okay. Dieser eine kleine Typ hier, den die Söhne von Kalidon gefunden haben, der Bösewicht hier. Was ist mit dem eigentlich passiert? Ich frage mich, ob wir eine weitere Level jetzt freigeschaltet haben, wo wir jetzt einen neuen Boss freigeschaltet haben.
ああ、あなたは。タイフォロー6課の星見雅課長。ああ。あの穴に引いてたボンプの持ち主。並びに独立調査チームの責任者だな。お前たちに敗北を喫するとは思わなかった。覚えてくれてて光栄です。けど敗北ってのはどういう。誰よりも早く第一交代慰霊の地を訪れる修行だ。そして 彼女のそばにいてやりたくもあった。Miyabi geht schnurstark zum Gedenkmal neben den Schutzzaun und berührt tatsächlich einen Namen, der auf der Oberfläche eingraviert ist. Miyabi-san,誰か思い出しにここへ。ああ。母上を。な。それは。お悔やみを言わせてください。一日でも早く心安らげる日が来ることを願います。 Sie sieht mit einem stechenden Blick rüber, als würde sie tief in die purpurfarbenen Pupillen eines Oh Mann. Auch unsere Lehrerin später in der Nacht weiß jetzt da als erledigt, müssen wir uns auf Nachrichten von Perlmann warten. Ja, der so ist er genau. Wenn unsere Vermutung stimmt, versucht die Person hinter Perlmann an den Opfergeist im Monument zu gelangen. Die Aktivität des Opfergeistes kann tatsächlich Unordnung in den intelligenten Augenlinsen verursachen. Könnte das bedeuten, dass seine Existenz irgendwo mit der Helios Akademie in Verbindung steht? Was haben der Drahtzieher, dieses Monster und der Fall der alten Hauptstadt miteinander zu tun? Wir kommen dabei hier irgendwann. Ja, der Gegner hat es geschafft, Sicherheitsoffiziere anzugreifen und das Luftschiff des Gerichts zu entführen. Das ist etwas, womit man nicht allein fertig werden könnte. Aber wir haben vertrauenswürdige Partner. Du hast recht. Cunningers, Bellabock Heavy Industries, Victoria Housekeeping Corporation, Söhne von Kalilon und vielleicht auch Soyan und Shinji. Ja, wir sind nicht mehr allein. Assistentin Nummer 2, du scheinst den zuverlässigen und stärksten künstlichen Partner in ganz Norido vergessen zu haben. Ich zähle auf euch. Meister, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich stehe jederzeit bereit, um dir Unterstützung zu bieten. Beide fangen plötzlich an, euch gegenseitig die Treue zu schwören. Das klingt so kitschig. Okay, es ist schon spät und morgen müssen wir den Laden öffnen. Lass uns schnell ausruhen. Gute Nacht, Bell. So, Tor der Inferno, Kapitel 4, erledigt. Da kriege ich nicht eine Trophäe normalerweise. Dann muss ich mich neu ausruhen. Und da kommt jetzt noch eine Cutscene irgendwie so. Ne? Kommt doch bestimmt irgendwas von diesem Perlmann-Typen, ne? Legst dich leise hin und schließt die Augen. Ich dachte, habt ihr nie mit jemandem über das Geschehen von damals gesprochen. Selbst unter euch Geschwistern habt ihr selten darüber geredet. Die Erinnerungen sind immer noch lebhaft. Wie Lehrerin. Wir werden nie wieder. Es ist morgen, du hast wohl etwas geträumt, aber jetzt kannst du dich nicht mehr daran erinnern. Gut ausgeruht, bald für einen neuen Tag, Geburt einer Heldin. Okay, ich nehme an, jetzt sind wir wieder. Sprich mal mit Bell. Oh, okay. Alles klar. Was ist hier los? Macht euch keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen. Warum stehen alle vor der Tür? Oh, weißt du, bist es wohl. Du bist wach. Als Bangmo Nummer 18 gerade den Laden eröffnete, bemerkte er, dass auf der Straße viel vom Höhlensund-Einsatzkommando waren. Das war ein ziemlicher Schreck. Kommt, dass sie hier sind. Alle sehen entspannt aus, als wären sie zufällig nach getarnter Arbeit zusammengekommen. Aber ich bin ja ein wenig neugierig auf die Mission der Höhlensund-Einsatzkommandos. Ich auch. Das heißt, geht doch mal raus und sie ist die Antwort. Okay, geht's hier immer noch weiter? Mal schauen. Guck mal, sind das nicht die, ja, ich wollte schon sagen, die sind das, ne? So, sie kommt, glaube ich, bald in der Gacha. Ich will reden. Hallo,
Oh, das war die Elite von Sektor 6. Ich habe die berüchtigte Bande Nullface vollständig ausradiert. Kommentar 3. Ich gebe euch heute einen Rabatt von 20%. Die Medien übertreiben, wenn sie sagen, dass wir sie vollständig ausradiert hätten. Aber du siehst nett aus. Lassen wir uns dann schmecken. Wenn wir alles fertig gegessen haben, sollten wir hier offiziell Feierabend machen. Es tut mir leid, dass ihr alle wegen diesem plötzlichen Ereignis von abends bis jetzt arbeiten musstet. Bitte geht nach Hause und ruht euch aus. Der heutige Auftragsbericht wird von Sektor 6 bearbeitet und du müsstest morgen auf der Arbeit nur den Urlaubssonntag und der Auftragsversetzungsbescheinigung ausfüllen. So, weibliches Mitglied erfüllen sollen. Okay, ich wollte schon sagen, warum war der Name so lang? Warum mit Janagi für eine Mission zu gehen, ist echt spitze. Man wird nicht nur zum Essen eingeladen, sondern muss auch keine Berichte schreiben. Stellvertretende Leiterin, du bist zu freundlich. Ich habe gehört, dass die Fahndung von Sektion 5 noch nicht vorbei ist und wir sind mit dieser ersten Gruppe, der die Feierabend macht. Kurz auf sind alle Höhlen, sondern Einsatzkommando-Mitglieder weg. Hm? Bist du? Du bist? Erinnerst du dich noch an mich? Oh, du bist es. Tut mir leid, ich habe dich nicht erkannt. Ich erinnere mich an dich. Du warst der Leiter der unabhängigen Ermittlungseinheit. Die haben den Auftrag in Höhe 0 teilgenommen. Der Bango hat uns sehr geholfen. Ach, tun wir jetzt hier uns eine neue Level vorstellen. Es war mir ein Vergnügen. Hey, du bist zu bescheiden. Ich habe gehört, dass dein Team jetzt in letzter Zeit verschiedene Aufträge in Höhe 0 aktiv im war. Alle Verantwortlichen der zuständigen Außenposten haben auch gelobt. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich dich hier zufällig treffen konnte. Die Videothek, die ja beiden Geschwister betreibt, ist denn ganz, ist doch ganz in der Nähe, oder? Woher weißt du das? Entschuldigung, ich bin in Sektor 6 hauptsächlich für die Informationsbeschaffung zuständig. Da gehört auch das Sammeln von Informationen zu einem Partnern, zu meinen Aufgaben. Ich entschuldige mich, wenn ich dich verärgert habe. Kein Problem, das hier ist der Preis für die Teilnahme an einer wichtigen Operation. Danke für dein Verständnis. Übrigens, da dein Laden in der Nähe ist, darf ich mir ihn mir ansehen. Ich habe heute frei. Vielleicht sollte ich mir eine Videokassette ausleihen. Na klar. Na gut, dann machen wir ja noch weiter, ne? Ein bisschen. Steht auch noch, ich bin in Aktion, ne? Wirklich ein schöner kleiner Laden mit einer großen Sammlung. Ich kann dir etwas empfehlen. Ich habe die ganze letzte Nacht Überstunden gemacht und habe das Gefühl, immer noch in Arbeitsmodus sein. Es wäre schön, wenn du einen Film hättest, der einen etwas runterbringt. Zum Beispiel Small Body Big Crisis. Bob, die Hauptfigur, wacht auf und stellt fest, dass er sich in einem kaputten Bambu auf einem verlässlichen Gelände verwandelt hat. Ja, erkenne ich ehrlich gesagt, so habe ich mal gesehen, ja. Um seinen Körper zurückzukommen, begibt er sich als Bambu auf eine abenteuerliche Reise. Stimmt das nicht? Mir ist noch plötzlich eingefallen, dass die Abteilung seit dem letzten Mal, als ich in Bambu ausgehen habe, ein Upgrade im System der Standard-Bambus durchgeführt hat. Morgen muss ich den Bewertungsbogen abgeben. Ich muss Harumasa daran erinnern, dass dieser Bewertungsbogen nicht mehr nach der Multiple-Choice-Prinzip funktioniert. Wenn er wie letztes Mal in Bango den Bogen ausführen lässt, werden wir es merken. Verdammt, schon wieder versehentlich an die Arbeit gedacht. In diesem Film kommen zu häufig Bangos vor. Das ist wie eine allergische Reaktion. Ich sollte mal einen anderen Film ansehen. Zum Beispiel die Rido-Tour. Klingt gut. Menschen beim Essen zuzusehen, ist eine Dopamin-Ausschüttung, genau, so Dopamin, mein Gott, im Gehirn aus. Und der Leiter kümmert sich um das Mädchen, bei dem ich wohne, sodass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich nach dem Ansehen der Sendung Hunger bekomme. Vielleicht finde ich sogar einen perfekten Ort für das Treffen mit Sektion 5 nächsten Monat. Warte, du bist schon wieder beim Thema Arbeit. Ah, schon wieder versehentlich. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich beim letzten Freundschaftstreffen, um die Stimmung aufrecht zu halten, durchschnittlich 100 Sätze pro Stunde gesagt habe. Bei den Gedanken war ich wieder sehr müde. Vergiss das Freundschaftstreffen. Chef, was hat ihr mit dieser Videokassette We Need You auf sich? In diesem Laden scheint es viel dieser Kassetten zu geben. Ist sie sehr beliebt? Das ist nur eine Sammlung von Stellenanzeigen. Die Stellenanzeigen denken alle Branchen von Noriedo ab. Es gibt nichts, was man nicht auch vorstellen kann und keine Position, die nicht besetzt werden kann. Von dieser Videokassette sollte die Sektion 6 vielleicht einige anschaffen. Wofür würdest du das brauchen? In letzter Zeit haben wir zu viel Aufmerksamkeit von außen erhalten. Einige Leute haben jetzt sogar viele Fans und die Fanbriefe mit Lebensläufen, die wegen ihrer Starschwärmerei geschickt worden haben, unsere Büroschredder verstopft. Gut, dann lasse ich mit denen aus.
Wenn er gut ist, spielen wir ihn im Wartezimmer beim Vorstellungsgespräch auf Wiederholung. Dann hat die Laie ja auch wieder mit der Arbeit zu tun. Naja, nicht ganz. Es kann Spaß machen, sich einen Neuanfang vorzustellen, wenn man sich Stellenanzeigen ansieht. Ich bin als Gasthaus mit. Okay. Für so ein konkreter Traum ist das Teil der Videokassette. Obwohl es bei diesem Blick auf die Rentenbezüge von Sektion 6 schwierig erscheint, abzulehnen, war es eigentlich nicht meine erste Wahl, Hand beizutreten. Ach, jetzt habe ich mich schon wieder lange mit dir geredet. Noch ein bisschen länger und ich komme in der Metro in der Rush-Hour. Chef, ich bezahle dann. Nachdem zu Kihiro Yanagi eine Mitgliedskarte ausgestellt und sich aus der Videothek begleitet hast. Hey, weiß, war gerade eine Kundin im Laden? Warum liegt eine Kassette wie Nitio auf der Theke? Verdammt, sie ist gegangen und die Videokassette vergessen. Von mir, wie redest du? Die stellvertretende Leiterin zu Kihiro vergisst also auch Dinge. Weiß, es scheint, als ob sie die Metro nimmt. Wenn du jetzt hinterherläufst, holst du sie vielleicht noch ein. Ich glaube, ich muss das hier ein bisschen schneiden, wenn das hier noch länger geht. Mal schauen. Kommt ja gerade wieder so ein bisschen nach Füller vor oder so ein Setup für weiß nicht. Eine andere Story, so eine Nebenstory wie damals mit Shinji. Ah, mal gucken. So, ey. Alter, warum kann ich sie manchmal nicht anvisieren? Hey Chef, was machst du denn hier? Du hast vergessen, die Videokassette zu nehmen. Videokassette? Ah, nachdem ich die Mitgliedschaftskarte bekomme, ist die Kassette absolut in Vergessenheit geraten. Vielen Dank, dass du sie mir extra herbringst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir die Zeit, in der ich mit dir gesprochen habe, völlig entspannen würde. Aber als Mitglied der Sektion 6 darf ich auch in meiner Freizeit nicht völlig unvorsichtig sein. Du könntest schließlich ein gefährlicher Mensch sein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kleiner Scherz, wie auch immer. Es war mir eine Freude, heute in deinen kleinen Laden zu kommen. Auf Wiedersehen, Chef. Ich werde in Zukunft öfter vorbeikommen. Wenn ich dich in Höhle 0 treffe, müssen wir gut voreinander aufpassen. Okay. Geh zurück zur Videothek. Das war jetzt der Sinn hier vor all dem. Da war bestimmt ein Setup für irgendwann. Cäsar. Hey, Foxy, ich habe deine Kontaktinformationen von Lucy bekommen. Hallo, Cäsar. Ich wollte dich letztens schon nach deinen Kontaktinformationen fragen, aber mein Handy war kaputt. Es ist nicht so, als ob ich heute vergessen hätte. Dein vorheriges Handy ist wirklich alt. Aber, was? Aber ich bin schon ein bisschen traurig wegen meinem alten Handy. Jedenfalls ist auch falsch geschrieben. Jedenfalls, wird es ab heute oder ist das normal? Wird es ab heute? Okay, ich glaube, das ist. Ich war nur schlecht in der Schule, deswegen mache ich viele Rechtschreibfehler. Okay, gut. Alles klar. Klar, warum nicht? Wenn du willst, kann ich dir etwas helfen. Danke. Gut, wir bleiben in Kontakt. Dann habe ich die anderen natürlich auch, ne? Luciane de Montefio. So, dann kann ich wieder Osqueen hier ein bisschen Freundschaft grinden, ne? So, jetzt wo du wieder Ruhe hast, kannst du wieder deine Internet-Stufe erhöhen. Alles klar, das klingt sehr nach. Ach, immer noch nicht. Okay, da muss gefixt werden, Leute. Ne? So, ich gehe jetzt aber trotzdem noch mal schlafen, ne? Für den Fall, dass sich das Spiel entscheidet. So, hör mal, hier passiert noch was. Aber anscheinend haben wir jetzt alles abgeschlossen, ne? Ne, okay, ich glaube, wir sind fertig. Gut, alles klar. Na gut, dann nehme ich mal an, sind jetzt wieder ein paar neue. So, der Herd, dann sind die ganzen Events gerade am Laufen sind. Aber um die kümmere ich mich dann privat. Ne, jetzt hier hat sich hier ein bisschen wieder geändert. Das ist dieses Bild mit den Tor der Inferno nicht mehr da. So, Belohnung ansehen. Cool. Okay, meine Lucia gratis ausgezeichnet. Okay, Käseparadies. Ich habe 30 Tage, um das zu machen. Aber ich werde das hin und wieder mal hier so machen. Und ich nehme an, weil wir jetzt hier mal Aktionszeitraum dann abgeschlossen haben, ne, kriegen wir jetzt hier Belohnung, ne? Ja. Boom, dann kriege ich wieder Erfahrungspunkte. Cool. Na gut, dann sind wir ja fertig, ne? Was da noch? Erfolge, okay.
So, aber wieder 20 Dinger. So, würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns dann. Ich kann euch auch mal noch kurz zeigen, wo ich hier Pompeji. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier der Boss auch gewesen wäre. So, hier ist ja gerade dieses Ding am Laufen, ne? Und da kann man irgendwie Kämpfe freischalten. Jetzt werde ich ja wohl hier reingehen können, ne? Ohne mich irgendwie zu spoilern, ne? Ich glaube, irgendwo hier war das, ne? Da muss man dann hier reingehen, dann kann man hier irgendwie... Hier war das, nehme ich hier. Wütender Geist, rücksichtsloser Irrer. Wer sind die beiden? Habe ich gegen die schon gekämpft? Muss ich ja eigentlich, ne? Ich habe gedacht, die waren auch Spoiler. Ich glaube, ich bin hier reingegangen, irgendwie. Ja, kursierter Oberer Pompeji. Ich bin, glaube ich, hier mal reingegangen, weil ich gesehen habe, oh, Event und so, ne? Da bin ich hier reingegangen, boom, ne? Und dann habe ich... Alles, was ich gesehen habe, war nur das hier gerade. Ja, ich bin, glaube ich, hier nach vorne gelaufen. Dann habe ich gesehen, wie jemand im Motorrad aufgetaucht ist, und da bin ich sofort wieder rausgegangen. Also da habe ich Pompeji zum ersten Mal gesehen. Aber ich habe gedacht, wäre so ein kleiner Miniboss nur gewesen. Aber nee, da war der Weltboss hier komplett. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann ich jetzt in Höhle 0... Hat sich da jetzt eine neue Dings hier aufgetan? Nee, ne? Sie haben gar keinen Platz, glaube ich. Also hier für Kapitel 4 eine? Nö. Aber da oben rechts ist definitiv Platz. Da kommt bestimmt irgendwie was, ne? Dann kann man hier irgendwie rein, ne? Und gegen Pompeji kämpfen, ne? Aber gut. So. Oder ich habe den hier gesehen, glaube ich. Ich glaube, hier habe ich den gesehen zum ersten Mal, ne? Ich weiß es nicht. Nee, ihr nicht, glaube ich. Aber ich habe da lieber aufgehört, bevor ich mich spoiler. So, weiß Bescheid, ne? Bevor ich nächstes Mal hier die ganzen Events und so weiter alles spiele, ne? Mache ich erstmal die Story fertig, ne? Damit ich mich nicht aus Versehen spoiler. Weil er hat doch schon so ein bisschen was ruiniert, ne? Weil ich jetzt weiß, ja, der Boss hieß Pompeji, das heißt. Ja, nachdem ich gesehen habe, dass der eine Typ Pompeji heißt, habe ich mir gedacht, ah, oh, das heißt, der verwandelt sich irgendwann gegen in das Monster, ne? Und bei dem verwandelt er sich, und dann habe ich das mit Lucius vorausgesehen, und ja. Und das war halt ein bisschen doof, ne? Gut. Alles klar, dann werde ich offscreen die Freundschaft der ganzen Charaktere erhöhen, ne? Von Lucy, von Piper und von Caesar, ne? Und mich dann irgendwann reinschneiden, wenn ich die ganzen Cutscenes dafür freigeschaltet habe, ne? Damit ich hier auch ja ihr sehen kann hier, was mit denen so los ist, ne? Hier wieder ein neues Profilbild hier freischalten und also was, ne? Da wird wahrscheinlich der nächste Part sein, ne? Ich glaube nicht, dass jetzt hier in den nächsten 14 Tagen was passiert, ne? In 14 Tagen kommt dann erst hier Bernice, glaube ich, raus. Ich glaube, die ist hier der nächste Charakter, der in der Gacha sein wird, ne? In 10 Tagen, okay, ja, ist trotzdem auch noch genug. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Waffe holen soll oder nicht. Lass mich mal ganz kurz rechnen. Ich habe ja das Event auch noch nicht gemacht. Da kriege ich auch noch wieder ein paar Dinger zurück. Soll ich einmal die Dings spielen? Einmal die Waffen-Gacha? Ich muss mal kurz rechnen. Ich habe 27.555 geteilt durch 1600. Das heißt, ich habe 17 Ziehungen. Ich habe 17 Ziehungen. Ich habe 18 Ziehungen, weil ich ja oben rechts nochmal Dingens habe, ne? Wie viele Sachen habe ich im Laden? Wie viele Dinge habe ich hier im Laden noch, die ich eintauschen könnte? 14, auch nochmal 14. Soll ich dann einmal spielen? Einmal. Wirklich aber nur einmal dann, weil ich nicht so viel damit verballern will, ne? So, in der Gacha sind nämlich Pipers und Antons Waffe auch drin. Wenn ich eine von denen bekommen würde, wäre auch ziemlich gut, ne? Also, warte, mach mal einmal. Mach mal einmal, ne? Gucken wir mal kurz ein Gummibärchen hier. Mit Tropengeschmack. Glücksgacha. Und dann gehen wir einfach mal einmal rein. Einmal. Gut. Zeig her. Okay, 2A. Aber jetzt die beiden werden, dafür wäre natürlich das Beste. Komm her.
Okay. Das ist der von Anton. Alles klar. Wenn ich den vom Piper bekommen würde, ne? Ne, zweimal Anton. Verdammt. Na gut, was soll's. Ja, ich habe die persönliche Waffe von Anton. Ein Charakter, den ich nicht benutze. Genau deswegen spiele ich das nicht so gern. Na gut. Oh, als soll's, ne? Hat jetzt Anton wesentlich seine persönliche Waffe, ne? Falls wir irgendwann mal einen Angriffscharakter bekommen. Oh ja, Nekomata, ne? Dann haben wir für ihn hier die Waffe. Für jemanden eine Waffe, meine ich. Ja, und hey Anton, hier, du hast eine persönliche Waffe jetzt. Die ich zweimal hoch, die sich einmal hochheben kann. Drehbohr, Achse, Boom. Etwa am Ende eines verstärkten Angriffs, wofür ist das? Attacke. Na gut. Was soll's? Ich habe noch genug. Ich habe noch viel zu viel länger. Hier den, ne? So, und dann einmal hier schön erhöht, ne? Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal einen Angriffscharakter. Ich habe zum Beispiel gehört, hier die Waffe von Anbi, die persönliche, soll auch gut für Shinji sein. Vielleicht gebe ich dir ja irgendwann mal Shinji, damit sie noch stärker wird, ne? Hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich. So, egal. Was soll's. Ich würde dann sagen, ich glaube, Nekomata ist ja auch Angriffs, ne? Ich würde dann ihr diese Waffe geben, ne? Das heißt, ich werde Anton sowieso eine andere Waffe geben müssen. Irgendwann. Na Gott, was soll's. Irgendwas wollte ich noch machen. Nekomata wollte ich mal gucken. Ich glaube, sie ist Angriff, ne? Sie ist Attacke, ja. Na gut, ich mache hier Feierabend, ne? 1 Stunde 20 Minuten, was soll's. Muss ja mal sein, ne? Wir haben die Story abgeschlossen fürs erste. Nächstes Mal sehen wir uns dann, wenn ich hier die Freundschafts-Cutscenes der Charaktere abspiele, ne? Wir haben 3 Charaktere, da wird sich hier definitiv lohnen, ne? Und ja, weiß nicht, wann das kommen wird, ne? Ich lasse mir jetzt jedenfalls erstmal Zeit, es ist wieder kein Stress, ne? Ich kann wieder machen, was ich will für eine Weile. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar, das würde mich voll freuen. Und ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.